Hallihallo Leute, willkommen zu einem weiteren The Binding of Isaac Let's Play. Diesmal in Wrath of the Lamb. Ich weiß nicht, wen ich spielen soll. Also erstmal Wrath of the Lamb ist das neue Add-on. Und ich denke, ich werde Kane spielen. Wenig Leben, viel Damage und hohe Geschwindigkeit. So, es gibt neue Raumlayouts, viele neue Gegner, über 100 neue Items, neue Bosse, alles. Neue Item-Kategorie gibt's auch und ich habe schon ein bisschen gespielt, aber weiß immer noch nicht, wozu dieser Raum gut sein soll. Ich weiß nur, oben ist ein Blutsymbol und hier ist ein Stacheln. Hallo. Vielleicht werde ich es irgendwann noch herausfinden. Okay. Und ein halbes weißes Herz. Hello, Friend. Das werde ich, glaube ich, noch rausfinden. Ich will das haben. Nehme ich die schon mit? Random Luck! Child's Heart. Was macht das jetzt? Is there any way to find out what this thing is doing? Oh Gott! So viele bunte Farben! It's a pink paradise, a pink paradise. Okay. Oh Gott, eine toxische Bottle. Was könnten da für Abenteuer drin lauern? Welches Putzmittel hat Isaac noch nicht getrunken? Chemical Peel, Damage, oh my God! You see this? Das hat seine Mutter bestimmt auf ihn vergossen. Aber dafür haben wir Damage abbekommen. Für mehr Damage ist alles gut. Oder auch nicht. So, leider keine Bombe. Schade, schade. Auf zum Boss. Oder ist es vermein ungünstig? Nicht unbedingt. Ist es random, wenn ich mehr Damage mache? Ich hatte gerade kurz weiße Schüsse hier. Oder... jetzt bin ich verwirrt. Ich bin richtig verwirrt. Aber das macht sehr gut Schaden. Halleluja. Nope. Und IQ of me, das finde ich gut. Aber wow, das macht echt viel Schaden und ist immer zufällig. Okay, runter. Also das neue Add-on bietet eine Menge neuer Sachen. Komm schon, rot, rot, rot. Ja. Oh. Ja, ich hasse euch, ihr scheiß verdammten Fliegen. Ja, komm. Okay, mit Rot kann ich die mit einem Schlag töten. Das heißt, Rot macht extrem viel Schaden. Weil die ja eigentlich immer was aushalten. Die größeren Fliegen zumindest ein bisschen was. So. Matchstick. Ich weiß nicht, was die Dinger machen. Kann ich die irgendwie einsetzen? Ich glaube, ich guck mal ganz kurz nach. Einen Moment, Leute. So, Leute, weiter geht's. Ich habe mich mal eben kurz umgehört, umgeschaut. Laut Forum, zumindest laut Webseiten, hat keiner einen Plan. Also, ich weiß, die wissen nicht, was die Dinger tun. Ich weiß nicht, was die Dinger tun. Ich weiß nicht, Matchstick oder Child's Heart. Ich glaube, Child's Heart ist irgendwo. Oder, nee, ich nehme mal Matchstick mit. Ich weiß so oder so nicht, was die tun. Random. Und Feuer. Und ja, ich werde alles ausmachen wegen Lack auf Bomben, Items, Schlüssel, Münzen, Schaden zu bekommen, wäre sehr vermeidbar gewesen wäre. Und ein A Dime. Oh, es gibt noch eine Münzenart. Also ich habe gerade 10 Münzen bekommen, glaube ich. Finde ich ja sehr, sehr schön. Und ich muss aufpassen, nicht zu sterben. Halleluja. Sind die schlauer geworden, die Gegner? Oder bin ich nur dümmer geworden? Ich glaube beides. Schlüssel, so. Kleiner Lag-Spike. Soll vorkommen. Someone does not simply explode at me, bro. Trollbombe. So. Schlüssel. Ein Schlag mit
vier Fingern. Okay, komm her. Tooth Shoot. What? Was? What the hell? Ich habe gerade wirklich einen Zahn geschossen. Und der ich glaube, der Zahn macht... Oh Gott, das Gesicht von Isaac. Ich vermute mal, der Zahn macht Flächenschaden. Aber wow. Ich schieße mit Zähnen. Zähne, das nenne ich männlich. Okay, es wird immer kurioser und immer lustiger, gebe ich ehrlich zu. Das ist verdammt geil. Und das typische Spiel Bombe für Bombe. Yay. Bab. Badabam bam bam. Das mit dem Zahn ist so lustig. Was soll ich, ob der jetzt mehr Damage macht oder nicht? Aber Leute, wo könnte der Geheimraum sein? Ich habe nur einen Versuch. Oben oder hier links? Ich sag mal hier links. Komm schon. Glück, sei auf meiner Seite, bitte. Verdammt, ich hasse dich, Glück. Why you hate me? Why you hate me so? Oh Gott, das mit einem Herz. Okay, sollte machbar sein, aber... Trotzdem habe ich mit einem Herz ein bisschen Angst. Ich meine, ist ja irgendwo verständlich. Und ich hoffe, ihr könnt darauf achten, ob der Zahn ein bisschen mehr Damage macht. Oder irgendwie so. Weil ich kann da nicht ganz drauf achten. Ich muss darauf achten, nicht zu sterben. Und es gibt große und kleine Zähne anscheinend. Die. Goethe. The Bell. Speed up. Yale. Das sind die neuen Caves. Okay. Mit geiler Musik wieder. What the hell? Is this... Okay, ganz kurios. Die Scheißhaufen kenne ich schon. Da fliegt immer eine Fliege drumherum. Wenn man den Scheißhaufen tötet, dann ist die Fliege böse. Aber wow, ich habe voll Angst. Oh. I hate you, stupid red flies. No one likes you. Everyone is hating you. Machen die jetzt Flächenschaden oder nicht die Zähne? Ich bin mir so unsicher. Und eine gelb-weiße Pille. Oh, Telepilz. Don't you dare do this to me again. Justiz. Ich weiß nicht mal, was Justiz macht. Oh Gott. Spinn. Spinn. Wie kacke der Raum ist. Ich glaube, unsere Fliege da oben ist Pregnantius. Sie ist schwanger und kann doppelt schießen. So, der Raum da oben ist sehr tricky. Wer da reingeht, verliert ein Herz. Zumindest ein halbes. Da drin ist immer ein Item, ist mir mal aufgefallen. Aber halt zum Kosten von rein und raus gehen jeweils ein Herz. Und da ist nur eins und ein halbes Herz. Aber ich habe ja nur ein Herz. Und Justice war, glaube ich, der Fuß meiner Mutter. Nee, oh, das war Justice. Oh, heidlich. Gott, Entschuldigung. Drei Bomben, ein Schlüssel, perfekt zum Itemraum. Mit dem Kuja Board. Way, Spectral Tears. Komm schon, geh kaputt, Scheißhäufer. Scheißhäuferchen. Ich glaube, das hat ewig Dinger kaputt zu schießen. So. Sollen wir reingehen? Ja, komm. Und es geht sogar noch theoretisch weiter. Was ist das? Cursed Guppy's Tail. Was heißt das jetzt, Cursed? Fragezeichen. Was bedeutet Guppy's Tail? Was ist da drin? Oh, oh. Bleiben die für immer? Bitte bleibt für immer, ihr Fliegen. Die, ihr seid cool. Geh ich nach links? Da steht 99 und die Fliegen bleiben für immer.
Pyro. Ah, oh, ich sehe meinen Fehler. Ich kann mich aber rausbomben. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Oh mein Gott. Entschuldigung, ich bin gerade total am Abgehen. Guckt mich an! Drei Fliegen, die mir hinterher fliegen. Erstmal, das ist awesome. Das sieht so awesome aus. Denn ich kann theoretisch noch drei Mini-Fliegen um mich herum haben. Mit dem Cube of Meat halt. Oh mein Gott, ich habe 99 Bomben gerade bekommen. Halleluja. Also bitte. Wow. Ist das cool. Was war das? Oh oh, Super Pride. Nicht sterben, nicht sterben. Oh, das sind die Trollololololbomben. Die ganz neuen. Oh, Angst. Also Super Pride finde ich nicht nett. Und Judgment. Hello. Give me something. Please. I want an awesome meat, friend. Danke. Ex. What the fuck? Did you say this? Ahaha. Meine Schüsse explodieren. Ich kann damit alles kaputt machen. Entschuldigung, Leute. Aber, what? Ich glaube, wenn ich mich selbst treffe, bin ich tot jetzt. Also, ich muss aufpassen. Leute, ist das nicht awesome? Ist das nicht awesome? Das ist alles zu gut. Tot. So einfach geht das, Leute. Halbes Leben, halbes Leben, halbes Leben. Nein, ich will nicht einen Schlüssel haben. Goddammit. Oh Gott, ich bin so am Sterben. Ich will doch nicht sterben, die Runde ist so gut. Zwei Geheimräume? Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt zwei Geheimräume. Die Musik ist cool. Also es gibt neue Geheimräume. Und ich traue mich nicht, den Shop zu suchen. Bitte was Nützliches. Ja, ein halbes Leben. Das habe ich gebraucht. Jetzt, das meine ich jetzt auch im Ernst. The Blighted Ovum. Oh, oh, ich weiß, was du bist. Ich weiß, was du bist. Das wird unglaublich schwer, dich zu treffen. Oh nein! Wow. Wow. Okay. Ich hau so noch eine Runde hinterher. Das werde ich aber so hochladen, dass ihr das zumindest mal gesehen habt. Ich bin sehr begeistert, sehr begeistert. Ich werde da noch sehr, sehr viel machen. Wow. Bis dann, Leute.